Im Wallis ist die Kirche an den meisten Orten noch im Dorf. Und zwar fest verankert. So fest, dass Kirche kritische Köpfe es schwer haben. Im Juni hat die Schweiz aktuell darüber berichtet, wie der Staldener Lehrer Valentin Abgottspohn bei der Gründung einer Walliser Freidenker-Sektion zu kämpfen hatte. Widerstand hat es im katholischen Wallis. Jetzt hat Valentin Abgottspohn gar seinen Job als Lehrer verloren. Fristlos, nachdem es einen Streit gegeben hat um ein Kruzifix im Schulzimmer. Corinne Neff berichtet. Die Orientierungsschule Stalden. Hier war Valentin Abgottspohn Klassenlehrer von einer Oberstufenklasse. 4 Jahre lang hat er hier unterrichtet. Jetzt steht er vor verschlossenen Türen. Letzten Freitag hat er die fristlose Kündigung bekommen. Ich bin in diesem Moment schon recht erklüpft. Also, es hat mich getroffen. Also, ich hatte nicht gedacht, dass ich während dem Schuljahr einfach fristlos entlassen werde. Der plötzlichen Kündigung ist ein Streit mit den Gemeindebehörden vorausgegangen. Der Lehrer hat sich mehrmals geweigert, im Klassenzimmer ein Kruzifix aufzuhängen. Als Präsident der Freidenkervereinigung hat er verlangt, dass sich die Schulen konsequent religiös neutral verhalten. Die Gemeinde aber hat auf das katholische Symbol beharrt. Das sei aber nicht der Kündigungsgrund, sagt Egon Furrer, der Stalder Gemeindepräsident und Walliser CVP-Grossrat. Wir haben nicht mehr gut zusammenarbeiten und das Image und die Qualität von unserer Schule würden leiden. Und das ist wirklich eine gewisse Respektlosigkeit da gewesen. Aber meine persönliche Meinung, auch wenn ich das hier wollte unterstreichen habe, dass wir im Nichtwegs der Kreuzdebatte gekündigt haben. Meine persönliche Meinung ist, und das werde ich vertreten, das Kreuz bleibt in der Schule. Vielleicht war das, dass ich allzu öffentlich gesagt habe, wie ich bin und was ich denke. Weil ich habe das Kreuz in meinem Zimmer schon mehr als 1,5 Jahre nicht mehr da gehabt. Das haben meine Mitlehrer gewissen und akzeptiert, haben da nichts, sondern nur, das haben die Leute unserer Schulbehörde genau auch gewissen. Also wahrscheinlich war das Hauptproblem, dass man zu Leuten gesagt hat, dass man säkular ist. Säkular heisst, dass Kirche und Staat getrennt sind. Für das setzt sich der Valentin Abgottspohn ein. Die Kirche soll im Dorf bleiben, das Kreuz in der Schule, sagen viele Dorfbewohner. Andere, gerade Eltern von Schülern von Valentin Abgottspohn, sind mit der Kündigung nicht einverstanden. Der Lehrer sei kompetent und beliebt, sagen sie. Öffentlich etwas sagen aber wollen nur wenige. Das Beispiel jetzt wird im ganzen Kanton Folgen haben. Der ganze Kanton müsse ehrlicher werden. Es ist jedem eigentlich seine Entscheidung, ob man Kruzifix aufhält oder nicht. Also ich finde, man sollte es aufhängen. Ne? Er hätte sich selber ein bisschen fiegen. Und wenn er das hängt, auch auf Berühe lässt, hängt das sicher anders gegangen, als es jetzt wäre gegangen. Der Valentin Abgottspohn ist sich keiner Schuld bewusst. Laut einem frühen Bundesgerichtsurteil hat er das Recht, Kruzifix im Klassenzimmer wegzunehmen. Zusammen mit einem Anwalt will er jetzt die Kündigung anfechten. Also mein Ziel ist eigentlich, nach der Herbstferien wieder da zu sein für die Schüler. Das ist nicht fair denen gegenüber. Wenn ich das Schüler anfange, will ich das auch mit diesen Schülern fertig machen. Also man muss sich auch nicht immer einfach alles gerade so labieren, einfach, wenn der Mächtige das Gefühl hat, er kann das machen. Das ist mein nächstes Etappenziel. Der Valentin Abgottspohn rechnet damit, dass er nach der Schulferien wieder auf Stalden seine Klasse kommt unterrichten kann.